nobody knows. So, meine Freunde, hier sind wir mal wieder bei einem neuen Video zur Punchbang! Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall weiter mit den Missionen. So, bin aus Versehen im verfickten Online-Modus. Egal. Ich hoffe natürlich, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Nicht, also ich weiß noch nicht, ob ich Bock habe, je nachdem, was wir jetzt wieder machen müssen. Und wie oft ich da verkacke. So langsam komme ich mit der Steuerung klar. Und ja, wir müssen auf jeden Fall noch 460 Punkte machen, dann können wir auf jeden Fall weitermachen. Die Nebenmission, was wir da alles von wir wollen, ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt. Ja, sorry. Genau, wir haben hier noch viele 2-Sterne-Missionen, 2-Schwierigkeitsgrad-Missionen, die wir noch abschließen müssen. Und ja, ich mache das hier mal, denn hier kriegt man richtig gute Erfahrungspunkte, so wie hier steigt unser. Ich würde mal sagen, hier steigt eigentlich alles sehr, sehr gut. So, wir müssen gegen Stinky Winky kämpfen. Ey. Ja, wir sind ja hier mit diesem coolen Rucksack. Ich finde diese Technik voll nice. Ja, ja. Und bam. Ihr habt dich getroffen, du blöde Kuh. Und hier kann man auf jeden Fall auch schnell die Attacken, sage ich jetzt mal. Man kann halt, erst ab einer bestimmten Stufe kann man eine neue Attacke hinzufügen. Und hier levelt man. Zack, und jetzt. Und also hier sind wir schnell auf Stufe 2. Dann können wir eine neue Attacke hinzufügen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Deswegen machen wir das jetzt auch. Und ja. Genau, und hier machen wir es gerne weiter. Hier geht es nämlich schnell. Auch wenn wir 2 besiegen, geht es halt noch schneller. Ich finde das cool mit diesem komischen Rucksack, wo diese riesigen Spinnenbeine so rauskommen. Keine Ahnung, ich feiere das irgendwie. Wir werden natürlich in Zukunft noch wechseln. Schätze ich. Denn ich denke mal, wir brauchen auf jeden Fall noch schnelleres. Wir haben eine gute Reichweite, klar. Boah. Das ist meine Spinnenbeine nicht. Immer habe ich schon gelesen, dass dieses Spiel auf jeden Fall nicht lang sein soll. Also wir müssen das echt beispielsweise schon durch haben. Und wie gesagt, mich interessiert das. Ich werde hier erstmal zum Großteil nur den Story-Modus machen. Keine Ahnung, ob wir dann S-Held sind. Ich schätze mal, das ist so irgendwie so geplant. Kann aber auch sein, dass wir das noch im Nachhinein machen müssen. Weiß ich nicht. Bam! Der geht voll in dein Gesicht. Und zack, zack, zack. Könnt ihr mich verarschen? Ich habe ihn doch getroffen. Hör auf! Ja, und ich finde auf jeden Fall die Charakterauswahl wirklich schämend. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, jetzt vor allen Dingen nochmal, wo ich mir das nochmal angeguckt hatte. Also die 20. Die haben Stufe 2, das heißt, wir können jetzt mal einen Todesstoß freischalten. Und was ich damit meine, ist halt, ich spiele jetzt auch ein neues Spiel. Das Handy, das heißt auch ein One-Punch-Man-Spiel, das müsst ihr einfach in Store eingeben, da findet ihr das Spiel sofort. Da gibt es so viele fucking Charaktere, von dieses Spiel nur träumen kann. 10 Punkte brauchen wir noch, nur noch 10. Da kann man schwer, wir müssen einen Punkt gleich machen. Was ich halt auch noch schade finde, also wirklich sehr. Man wirklich gemischte Attacken nehmen können, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt hier so ein paar Moves von Genos, einen Saitama und einen den Nein, wenn man einen Typ ausgewählt hat, kann man auch wirklich nur seine Attacken nehmen. Finde ich schade, bei One Punch Man ist das nicht so, wir müssen wieder gegen die Pimmel Gegner kämpfen. Wir haben jetzt diesen neuen Angriff nicht. Pimmel hat mich verprügelt. Pimmelmonster. Weil das ist unser neuer Angriff. Auf jeden Fall nicht schlecht.
Dann kam ich. Der Mega-Sein kämpft in der Nähe, das war spät. Jetzt können wir wieder kurz mit der Story-Mission weitermachen, beziehungsweise ein Cutscene oder was. Dann haben wir schon wieder. Müssen wir wahrscheinlich wieder unsere Beitragspunkte erhöhen. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Charaktere, die wir jetzt noch freischalten müssen. Ich hab noch sie. So, jetzt geht's weiter mit Story. Eine Mission circa und dann, ja. Fingerling! Danke für Ihre neue Hilfe. Wir konnten den letzten Tag danke Ihnen lösen. Wir benötigen alle Informationen von Ihnen. Warum ist das Feld? Ich habe noch nicht fertig gelesen. Einmal die Paradiese. Ich kann nicht so schnell lesen. Mach einen Wichser, aber ich liebe die Lehrung. Alles, was Sie wissen. Danke, wir sind bei Ihnen. Viel Glück. Der Hammer hätten es, glaube ich, auch. Och. Hier hin. Ich darf wieder mit Uschi reden. Uschi wird uns gleich den Weg weisen. Nebenbei lade ich gerade in mein zweites Handy Legends runter, also Dragon Ball Legends. Ich werde auf dem zweiten Account spielen. Da werden wir auf jeden Fall mehr Summons machen. Ich werde natürlich das Free-to-Play-Account machen. Habe ich auch gerne woanders hin. お気をつけて。あ、お前最近よく会うな。そういえば、俺たちヒーロー試験合格したんだ。先ほど合格者セミナーを受講し終えたところだ。 先生に失礼な口の聞き方をするな。おい、やめとけよ。しか先生、後輩なのは事実だしな。ということで、今日からヒーローになったから、よろしくな。では、俺はここで失礼します。お、じゃあな。お前も帰るのか？帰る方向、途中まで一緒みたいだな。 Jaikka. Ich glaube jetzt. Ich glaube, die können meine Lippen lesen. Geste können die lesen. Denn. Kein Wort gesagt mit meinem Charakter, ne? Egal. Ladezeit natürlich länger, weil dieses. Ich im Online-Modus bin. Also sorry dafür. Wei, Sokono Shinjin. So ist der Saikin Ikioi Ziteru, Omae. Ach, die gibt's ja auch noch. Stimmt, die müssen wir auch noch besiegen. Und wie gesagt, ich hab mich ja eigentlich so gut wie überhaupt nicht spoilern lassen zu diesem Spiel. Klar, man hat im Trailer so ein paar Charaktere gesehen. Den habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen. Stimmt. Ein beschissener Schlag. Er wird nicht mal angestupst. Aber naja. Den juckt es. Hauptsache den Gegner, welche auf die Schnauze haben, und dann weitergehen. Jetzt kann ich wieder meinen Beitragsservice erhöhen. Wette es mit euch. Nani kaiten da sakki kara? Nikki des. Sensei no oshie ya shugyou naiyou o shirushite okou ka to. Yabe. Mata hadoru ga agatta. 俺がジェノスに教えることなんて何一つねえのに。騙してるみたいでこのまま小面するのは気が引けるぞ。考えろ。何か無難な修行方法とか精神論的なのとかこじつけでもいい。ああ、ダメだ。
筋トレぐらいしか浮かばねえ。だって俺もそれしかやってこなかったんだもんな。でもそれじゃジェノスが納得しねえし。そういえばセミナーの話だと C 級ヒーローの場合、1週間ヒーロー活動をしなかった場合はヒーロー名簿から除外されるって言ってましたが、先生は大丈夫なんですか？そんなこと言ってたっけ。はい、 C 級は数も多く水準が低いため、使えないものから除外していくんだとか。でもテレビ見てても特にやることなかったから。報道されるのは避難が必要だったりする場合の大災害だったり、危険な怪物が出現等の大事件だけです。先生は強力な怪人や誰も手に負えないような悪の軍団ばかりを相手にしてきたから知らないでしょう。C 級ヒーローは主にひったくりや強盗、通り魔などを退治して過ごしているようです。 C 級ヒーローは自主的に活発な行動を続けないと生き残るのはなかなか難しく、挫折して転職する人が多いらしいですよ。サラリーマンの飛び込み営業のように足を動かして成果を出さないと誰も評価してくれないんだとか。漫画読んでる場合じゃなかった。行きますか。いや、お前はついてくるな。S 級のお前と一緒だと何か活躍した時に C 級の俺の手柄だと認めてもらえない可能性がある。しかし弟子としてジェノス、俺はもともとはヒーローになりたいという強い思いがきっかけで筋トレしてここまで強くなったんだから、お前ももしかしたらヒーローとしての高みを目指して生活してみれば何か変わるんじゃないか。ぶっちゃけお前サイボーグだから体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。つまりパワーや技術面での強さではなく、まず精神を鍛えるのだよ。そのために厳しいプロヒーロー業界で勝ち抜いてみなさい。ってことでお前 S 級のランキングで10位以内目指せ。それが当分の修行ってことで。あれ、自分でも何言ってるか分かんなくなってきた。まあ雰囲気でごまかせ。なるほど、やってみます。納得してくれた。あー、よかった。お前はお前で頑張ることだな。じゃあ行ってくる。Oh wei, oh wei, oh wei. Oh, Saitama ist lustig. Muss man einfach sagen. Jetzt haben wir ja diesen Snake Man auch schon freigeschaltet. Wäre eigentlich schon wieder ein Charakter mehr. Oh, ja. Wir müssen sowieso wieder unser Beitragsservice erhöhen. Genau, danke für die Information. Okay. Oh ja. Genau, dann können wir ja mal gucken, ob wir ein Geschenk haben. Ah ja, keine. Dafür. 3000 scheiß Dingenster-Punkte muss ich jetzt... Ach, leck mich da. Dennis! Genos ist da! Wo? Ich will eine Mission mit dir machen. Mit dem kann ich mir diese Attacken freischalten, das ist mir wichtig. Oh, ab, will ich nicht. Ich will zu Genos. Genos. Und Dark. Lass mich ihn ansprechen, verdammt. Ich will zu Cyborg werden. Nein, ich finde seine Moves aber echt cool. Es kommt noch Naruto-Musik. Also dann, beginnen wir. Was muss Training deiner Meinung nach umfassen, um dich stärker zu machen? Selbstverständliches Krafttraining für Menschen unentbehrlich. Doch nur wer besondere Qualitäten wie der Meister besitzt, kann allein durch Muskeln stärker werden. Die Kraft, die Technik und den Willen, starke Gegner zu besiegen, hält man nur im Kampf. Beispiel. Das wäre so ein hässliches Monster, was wir selber kreiert haben. Was ist wirklich? Was ist das? Das sieht aus wie... Ach, was ist das? Information zur Vereinigung zufolge soll dieses Monster echt ziemlich hässlich sein. Teddy soll schließlich realitätsnah sein. Wenn du es anguckst, fällst du tot um.
doch kein Monster, das ist ein Stück Kacke. Ja! Zack, 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 verbrennen, du Scheißding! Wo du dich vermehrst! Aua, das tat voll weh, please stop that! Hm? Hallo, darf ich auch? Dankeschön. Zack! Und zack! Und tschuuu! Aua! Aber dieses Auto, dieses Ausweichen, ne? Das ist so kotzen. Mega cool. Was? Nicht erforderlich, es scheint Schwierigkeiten zu haben. Alles in Ordnung? Hier, das ist gut. Unmöglich, habe ich meistens halt im Apple die ganze Zeit auch als solche Sorgen bereitet. Ein so mächtiger Held wie der Meister kann unmöglich solche emotionalen Schwächen haben. Moment, das ist keine Schwäche. Die Sorge um andere ist ein Zeichen der Stärke. Training wäre für heute abgeschlossen. Ich muss zurück zum Professor. Frag mich auch immer, warum Saitama ein C-Held geworden ist. Verstehe ich echt nicht. Der ist doch, ich sag mal so, der macht jeden Helden in der S-Klasse, macht ihn mit Fingerschnipp fertig. Ja, plus 200 Beitragspunkte erhalten. Und von Genos haben wir ein Herzchen höher. Jetzt kriegen wir mal eine Attacke bestimmt. Cool. Das müssen wir alles noch machen. Aber egal, ich spiele jetzt erstmal bei der Hey Schnuppel. Wir machen jetzt erstmal hier in Ruhe weiter. Hier können wir nämlich noch schön leveln und was ich nicht alle. Gut. Schnappt ihr den bewaffneten Verbrecher? Das machen wir doch gerne. Wir müssen ja sowieso leveln und leveln und leveln und müssen ja noch in die A-Klasse aufsteigen. Das können wir hier ja nicht, aber hier muss ich halt oder hier kann ich halt meine Level schneller. Und ja. Kombo, aber sowas von einer coole Kombo, wa? Diese Scheiße, den trifft ja nicht mal. Kombo. Yep. Dann gleich Level 3. Na gut, auf A können wir hier nicht aufsteigen. Das ist halt das Blöde. Wir machen jetzt noch eine Mission, würde ich sagen. Jetzt muss ich machen mehr Missionen, aber ja, wir müssen ja halt auch noch unser Level erhöhen, damit wir mal irgendwann in die A-Klasse aufsteigen. Ja, uns fehlen ja gar nicht mehr so viele Charaktere, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also, denke mal, wir haben es bald sogar irgendwann mal durch. Ich würde sagen, aber in diesem Video machen wir noch die ganzen zwei zwei Fäustchen, also zweiten Schwierigkeitsgrad Missionen alle fertig. Können wir den nächsten Part auf jeden Fall weitermachen. Mal gucken, was uns da erwartet. Und ja, gucken, ob wir jetzt wieder gegen so ein Pimmelmonster spielen müssen oder gegen Tenshin Han. Der gegen den der auch wieder gleich aussieht. Toll. Human Rider kommt! Human Rider, ihr verhaut ihn gleich wieder mit dem Fahrrad, das ist cool. Ist das Feuer kommt, obwohl ich gar nicht mehr da bin. Bevor meine kommt ruhig, obwohl meine Attacke gar nicht da ist. Egal. So, wir haben die Ganove mit der komischen Brille da besiegt. Level 28. Wir sind auf Level 3, jetzt können wir die dritte Dingenskirchen da freischalten.
Ja, wieder plus 150 Beitragsservice-Punkte erhalten. Wir brauchen ja 15.000. Das ist sowas von nervig. Also, denk mal, wenn die nur Story gemacht hätten, alter Verwalter, die wäre ja in 5 Minuten wäre die abgeschlossen. Da mussten sie sich ja aber was einfallen lassen. Und die Einfall-Dingens da, das war ja, oh, wir machen das so. Der Spieler muss mal erst die ganze Mission hier abschließen, damit er weitermachen kann. Finde ich kacke. Nein, wir haben mal einen neuen Gegner, den habe ich noch nie gesehen. Hier! Bei One Punch Man gibt es auch einen, der hat den, der sieht so aus wie Son Gohan. Ist halt wirklich so. Aber, was ich jetzt gerade gemerkt habe, wir sind ja jetzt Level 4, wir haben noch keine Ulti von dem Charakter. Könnten wir eigentlich ja nochmal was anderes nehmen, was wir hochleveln können, weil wie gesagt, hier levelt man echt extrem schnell. Genau, hier. Aber. Genau, hier können wir auch mal wieder was hochleveln. Genau, wir machen das mal 14, unser Todesstoß. Das ist auch schon mal ganz okay so. So, wir haben die Typ Kraft auf Level 1 nur. Das gefällt mir eigentlich nicht. Typ C ist eine gute Idee. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starker Move. Verbraucht ihr? Ne. Das können wir gerne mal leveln. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Ja, dann haben wir gesagt, wir haben dann noch eine Mission erstmal. Und dann machen wir den nächsten Part erstmal weiter. Genau, so würde ich das erstmal sagen. Wie gesagt, wir leveln ja alles einfach mal so ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, wer es Max ist bei diesem komischen Todesstoß. Ich denke mal 5 oder 6 oder sowas, keine Ahnung. Silverfang ist dabei. Fuck. Ja, stark. Attention, haben wir uns das wieder da. Fällt mir. Aber Attention haben. Mega geil. Ziel gefällt mir sogar richtig gut. Macht Spaß damit zu kämpfen. Doch easy. Rup. Und wir haben plus 300, jetzt brauchen wir nur noch 1700 oder so ein Quark. Aber das war's jetzt erstmal wieder mit diesem Part. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und im nächsten Part werden wir natürlich weitermachen, sodass wir versuchen, die Story weiterzumachen. Natürlich, genau hier haben wir jetzt eigentlich soweit alles abgeschlossen bei den 2 Sternen. Dann gehen wir nächstes Mal in den 3 Sternen Bereichen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.